unheimlich zu Diensten. Unheimlich zu Diensten. Ich knüpfe nochmal an meinen Beitrag zum Forsa-Umfragenprinzip, dass man Meinungen settet und Meinungen formuliert und dann Leute dazu in Stellung bringt und dann behauptet, das seien die Einstellungen und die Werthaltung, die Attitüden der Leute. In Wirklichkeit sind das nur irgendwelche Erklärungen. Forsa-Umfrage-Demoskopie-Geschäft stets öffentlich im Dienst und ich habe hier heute das Stichwort dann nochmal Allensbach, Alt-Nazi, Nölle Neumann, das Allensbach-Prinzip der Kuckucksfragen. Wirklich, das dient der Aufklärung. Ich muss einfach sagen, wenn also bei einer Umfrage, ob das Telefon ist oder Fragebogen, irgendwas gefragt wird, dann ist die Antwort nicht als die Einstellung oder die Wahrheit desjenigen, der antwortet, zu werten, sondern zum Beispiel weiß man aus der soziologischen Langzeituntersuchung immer wieder, die Antworten der Leute auf Fragen sind nur unter bestimmten Bedingungen wirklich übereinstimmend mit den Haltungen, mit den Einstellungen derjenigen, die die Antworten geben. Meistens ist es so, Antworten, egal ob auf der Straße oder auf Zetteln oder in öffentlichen Auftritten der offenen Abstimmung, die meisten Menschen stimmen so ab, wie sie glauben, dass ihre Position, also ihre Meinungsäußerung, nicht negative Folgen für sie haben. Also am besten keine Nachfragen. Wenn ich dich nach deiner Meinung frage und du sagst das, von dem du ungefähr eine Ahnung hast, dass ich gerne hören würde, dann sagst du mir das und ich hinterfrage nicht, warum du das sagst. Wenn du etwas anderes sagst oder das Gegenteil oder weitere Argumente, ist natürlich völlig klar, dass ich danach frage. Wer also den meist dünnen, schlecht begründeten Meinungen nicht ausweichen will, im Sinne ehrlicherweise zu sagen, ich habe keine Meinung, ich habe keine Ahnung, kannst du es mir erklären, sondern dann zu einer Meinungsäußerung hingefragt wird, wie Bild zur Beliebtheit von Gutenberg das gemacht hat, dann wählen die Leute die Antworten, die in ihrer sozialen Szenerie Anerkennung verdächtig ist. Also ich sage, ich bin für Gutenberg, weil in meiner Familie auch alle für Gutenberg sind. Ich bin dagegen, auch wenn mir das in Wirklichkeit ganz egal ist, wenn ich weiß, die anderen sind auch dagegen, wenn ich als einziger dafür wäre, würden die mich zur Rede stellen. Und dieses ist das Prinzip dieser Umfragen. Und da hat die Allensbach-Frau Nölle Neumann des Instituts, das heute noch einen Vertrag hat mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und jeden Monat eine Umfrage, halbe Seite dort veröffentlicht zu allen möglichen Sachen, immer nur Umfragen. Daraus wird dann der Schluss gezogen, das sind wirkliche Werthaltungen der Leute. Nein, es sind Umfragenergebnisse. Und dazu muss man wissen, die Frau Nölle Neumann hat in der Nazizeit ihre Doktorarbeit gemacht bei Emil Dofibat, zu der Frage, wie man Wahlergebnisse, politische Wahlen beeinflusst, indem man zum Beispiel eine Woche vor der Wahl, also innerhalb der letzten Woche vor einer Wahl, Meinungsumfragen veröffentlicht, die dahin tendieren, wie man das Wahlergebnis haben will. Also ich sage jetzt, alle sind für die CDU, sage ich zwei Tage vor der Wahl, weil ich möchte, dass die CDU gewinnt und dann nach dieser Umfrage, alle sind für Gutenberg, in der Folge dann bei der Wahl ein ganz großer Teil der Leute, der eigentlich keine Ahnung hat, dann für diese mehrheitsverdächtige Erklärung unterschreibt. Das ist das Prinzip der Demagogie, das ist aus der amerikanischen Propagandaforschung, darüber hat Frau Nölle Neumann nichts Neues herausgefordert, aber das hat sie in der Nazizeit in Deutschland erstmalig publiziert. Und dafür hat sie dann bei Goebbels in der Nazi-Wochenzeitung in der Redaktion mitgearbeitet. Sie war also Elisabeth Nölle-Neumann-Allensbach, war also im engsten Propagandapublizistikzirkel von Professor Dr. Humoris Causa Goebbels Mittäterin. Und da möchte ich also ganz kurz hier etwas zum Besten geben, weil mein lieber Professor, der eminente Soziologe Alfons Silbermann, als verfolgter Jude und als empirischer Soziologe mit dieser Bagage natürlich bis zuletzt im Clinch lag, hier Folgendes. Aus einer Otto Köhler, wir Schreibmaschinentäter, Journalisten unter Hitler und danach.
die Wunschadjutantin des Propagandaministers Elisabeth Nölle-Neumann, Volkskörperkunde aus Allensbach. Geht das immer wieder los, tönte 20 Jahre später auf den Hamburger Medientagen am 11. Juni 1881 kurz vor vier eine wütende Verlegerstimme durch den Saal des Rathauses. Der Ärger galt nicht Frau Nölle, die gerade verkündigt hatte, Journalisten brauchen für gutes Schaffen nicht Konflikte mit dem Verleger durch Mitbestimmung. Nein, ein Journalist benötigt um sich herum Fröhlichkeit, wenn er Einfälle haben soll. Der Verlegertadel galt vielmehr der 60-jährigen NDR-Autorin und Schauspielerin Inge Stolten, die da sagte, Frau Nölle Neumann, ich verstehe ja, dass ein Mensch, der Einfälle hat, fröhlich sein soll und nicht so nachdenken oder mitbestimmen. Vielleicht waren Sie auch sehr fröhlich, als Sie für die Nazi-Zeitung Das Reich schrieben. Vielleicht wäre es besser gewesen, Sie hätten damals nachgedacht und wären weniger fröhlich gewesen. 14 Tage zuvor hatte Inge Stolten als Sprecherin an einer NDR-3-Sendung über die Goebbels-Zeitung Das Reich mitgewirkt. Sie hatte gehört, wie die damalige ehemalige Reich-Redakteurin Elisabeth Nölle-Neumann das vergnügte Treiben in der Wochenzeitung schilderte, in der der Reichspropagandaminister regelmäßig den Leitartikel schrieb. Elisabeth Nölle, Zitat, ich hatte anfangs eine Seite zu redigieren, nämlich Briefe aus dem Reich. Das war eine Seite, in der man sehr viel Allotria treiben konnte, sehr fröhlich und sehr gut redigieren konnte. Berichte, wie es in den verschiedensten Teilen Deutschlands aussah. Gut, ich breche das jetzt hier ab und will nochmal sagen, es gab dann einen Streit wegen einer Antisemitismus-Meinungspublikation von Frau Nölle-Neumann Allensbach, worauf der Professor Dr. Alfons Silbermann, empirischer Soziologe, Kommunikations- und Massensoziologie-Fachmann aus Köln, dann eine Widerrede geschrieben hat, die in der Taz am 12. April 1986 publiziert wurde unter der Überschrift Problem der Stern-Studie sind die Fragen. Das ist genau, was ich gesagt habe über Forsa und hier zu Allensbach. Also, massive Kritik von Professor Alfons Silbermann, Leiter des Instituts für Massenkommunikation an der Antisemitismus-Umfrage des Allensbach-Instituts. Der Text. Die in der jüngsten Ausgabe des Stern veröffentlichte Allensbach-Studie zum Antisemitismus und zur Verdrängung der Geschichte wird auch von dem Sozialwissenschaftler Professor Alfons Silbermann, der vor zwei Jahren selbst eine Studie über latenten und manifesten Antisemitismus in Deutschland mit erschreckendem Ergebnis gemacht hat, scharf kritisiert. Das vom Stern vorgelegte Ergebnis ist ja wunderbar, meint der Wissenschaftler Silbermann gegenüber der Taz. 6% Antisemitismus sei so gut wie nichts. Dann brauchen wir uns nicht aufzuhängen, nicht auszuwandern. Das Problem an dieser Studie seien die Suggestivfragen. Auch die Kurzgeschichte des Antisemitismus des Sternredakteurs Krug sei, Zitat, geradezu lächerlich. Im Übrigen ist es für ihn gar keine Untersuchung über den Antisemitismus, das ist eine Untersuchung über die Verdrängung der Vergangenheit. Schließlich heißt es ja auch im Titel der Untersuchung selbst, der gefährliche Wunsch zu vergessen. Die Illustrierte hatte trotzdem ihren Bericht unter der Überschrift Wie antisemitisch sind die Deutschen? Fragezeichen aufgemacht. Der Originalfragebogen, den der Leiter des Kölner Instituts für Massenkommunikation vorliegen hat, zeige, dass es sich um eine Omnibusbefragung handelte, die in dieser Form mit diesen Fragen sicherlich auch nicht, wie behauptet, in Frankreich, Österreich und Amerika vorgelegen habe. Omnibus heißt, es wird für verschiedene Umfragethemen alle möglichen Fragen gestellt und die werden dann daraus gezogen, die man für sich verwenden will. Also es ist keine seriöse wissenschaftliche Technik eigentlich, es ist mehr eben Demoskopie. Bei dem Fragebogen handele es sich um 70 Fragen über alles Mögliche. Da wird gefragt, wie die Deutschen bumsen und wie ihnen das gefällt und dazwischen gestreut liegen diese 16 Fragen. Die Hälfte davon beziehe sich gar nicht auf Antisemitismus, sondern auf Fragen des Vergessens der Vergangenheit, der Schuld und der Frage danach, ob nicht endlich ein Schlussstrich gezogen werden solle.
Dieses Vergangenheitsaufarbeitungszeug ist ja nicht nur eine Judensache, hält Silbermann dem Stern und den Demoskopen entgegen. Aber auch die Fragen zum Antisemitismus seien eben typische Allensbach-Fragen. Suggestiv und unspezifisch. Wenn etwa gefragt werde, am besten ist es, wenn alle Juden nach Israel gehen, dann frage er sich, wo das denn stehe, wer das suggeriere. Genauso verhalte es sich bei der Frage danach, ob der Einfluss der Juden im Lande zu groß oder zu gering ist.